Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Ja, Schrankwendel 2.0 auf engstem Raum muss viel passieren. Viele kennen das ja noch. Weil, ne? Entschuldige bitte, ich musste mich ja korrigieren lassen, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass es die Wendel, nicht der Wendel heißt. Deswegen, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Entschuldigung. Nee, passt auf. Und zwar, das ist ja die Wendel von meinem Spur Z. Die hat ja einen Außenradius von knapp 40 cm. Und wer den R1-Radius kennt, wahrscheinlich jeder, der selber eine MOBA fährt in Spur N, der weiß, dass das Maximum damit erreicht ist. Das heißt, die 40 cm sind wirklich das Maximum. Wir liegen dann irgendwo knapp bei unter 40, wenn wir wirklich den kleinsten Radius zusammenstecken. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass ja in dem Fall, weil das ja hier im Schrank eingebaut wurde, auf der Rückseite und auf der Vorderseite ja das platt gesägt worden ist, wie wir jetzt hier schön gerade sehen. Ja, weil sogar die Rückwand etwas gestört hatte und auch die Tür, wenn ich die geschlossen habe, etwas gestört hat. Hier sieht man übrigens noch die Überbleibsel ein bisschen, diese roten und schwarzen Kabel in der Mitte von der Wendel. Die hatte ja früher die Gleise mit Strom versorgt, da ja bei Spur Z hatte ich keine Flexgleise verwendet, da hatte ich ja nur die statischen Kurven genommen und die hatte ich ja an jedem Stoß zusammengelötet. Apropos, hier sehen wir übrigens Riedkontakte. Ich muss mal ein bisschen hinher schwenken, ein bisschen mal beim Nachkommentieren. Da muss ich ein bisschen reagieren, was wir gerade sehen. Ich habe also in der Wendel überall Kontakte mit eingemacht. Das heißt nicht überall, sondern wie ich es im Grunde überall mache, wenn ich Weichen verbaue. Immer vom stumpfen Ende her. Habe ich im letzten Video ja auch schon dazu gesprochen. Und ich bin mit der Spur Z ziemlich ausgeschweift eben. Wir lassen das mal bleiben. Wir kommen mal lieber jetzt hier auf die Wendel im Moment zu sprechen. Hier sehen wir jetzt nämlich die Funktion des 2.0. Wer sich erinnert, hatte ich ja früher mit der Wendel, hatte ich ja oben einen Eingang und einen Ausgang, lag so 15, 16 cm auseinander mit den Umdrehungen. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, die Wendel im Grunde genommen zu einer stärkeren Einheit auszubauen, indem ich zwei Weichen eingebaut habe noch mit. Und das Ganze, trotz des R1, habe ich noch zwei Weichen eingebracht. Das heißt, im Grunde genommen, jetzt gibt es vier Durchstöße zu meiner Platte rüber. Man sieht sie ja recht schön, links die Wendel, rechts die Platte. Und im Grunde genommen kann ich jetzt an vier verschiedenen Stellen auf die Wendel drauf fahren, reinfahren, wie auch immer. Und jedes Mal sind natürlich mit Riedkontakten, da sieht man immer an den grauen Kabeln bei mir, da sind immer die Riedkontakte verbaut, wie das Ganze, wo die Ein- und Ausgänge sind. Hier oben sehen wir gerade die Weiche. Die hat übrigens an der Stelle noch einen Handschalter dran. Ich habe dafür jetzt schon den Motor bestellt, da ich an Stellen, die, ich sag mal, nicht sichtbar sind bei der eigentlichen Platte, mache ich die Originalweichen und lasse ich die Originalweichen dran und habe aber für die Platte selber im Grunde genommen fast alles gekauft mit Handweichen oder schon fertig für Unterflur vorbereitet, das heißt ohne Motorisierung. Ist ja billiger. Ich meine, warum soll ich mit einem Motorantrieb kaufen, wenn ich es gar nicht brauche? Und hatte natürlich dadurch nur eine Weiche für hinten mit einem motorisierten Antrieb. Hier vorne hatte ich eben nur mit Handantrieb, aber da habe ich den elektrischen Antrieb mittlerweile da. Ist ja nicht motorisiert, ist ja nur durch einen elektrischen Impuls wird es umgeschaltet. Aber das ist ja völlig egal im Grunde genommen. Und ja, wie gesagt, das habe ich dort. Hier werde ich in die Wendel mit Sicherheit keine Unterflurweichenantriebe einbauen, was ja völliger Blödsinn ist. Ich habe es noch von Hand geschaltet, ist klar. Da ich ja noch die Weichen nicht angeschlossen habe, aber das ist ja für den Test auch völlig egal. Und wir sehen, der erste Test, den hat es jetzt bestanden. Das war im Grunde genommen von unten, von der untersten Ebene, die wir jetzt hier auch gerade sehen, in die zweitoberste Ebene rein. Das heißt, ich bin im Grunde genommen um den Wendel ringsherum gefahren, habe ja gewendet, wie man gerade gesehen hat. Das werde ich später wahrscheinlich nicht machen. Ich werde also nicht in der Wendel anhalten und vor- und zurückfahren. Hier sehen wir jetzt die beiden mittleren Ebenen. Das heißt, ich fahre jetzt hier an den neuen. Den gab es vorher nicht. Sieht man ja, dass jetzt hier die Weiche vorne liegt. Und habe natürlich hier alles, man hat es vorhin kurz gesehen, akribisch
bearbeitet. Das sieht zwar alles sehr abenteuerlich aus hier, aber ich habe wirklich auf die Gleisführung geachtet, dass hier wirklich alles glatt und gerade ist. Im Grunde genommen habe ich immer, wenn dort irgendwo das Gleis den Zwang hatte oder den Drang hatte, sich irgendwie anders zu bewegen, habe ich dem Gleis auch nachgegeben. Das heißt, ich habe dann mit Holzleim, mit Weißleim die Gleise verleimt, so dass, wenn jetzt zum Beispiel das Gleis mal so 2-3 mm höher stand, weil das einfach das Gleis mir vorgeben wollte, was es ruhig kann, weil ich bin der Meinung, wenn ich das Gleis zu dolle zwinge, dann gleisen mir die Loks und die Waggons viel schneller, als wenn ich erstmal das Gleis entscheiden lasse. Außer natürlich bei Dingen, was den Radius angeht. Da hat man sehr, sehr schnell, auch wenn man die äußere Seiten einer Flex-Schiene oder eines Flex-Gleises biegt, dann bildet sich in der Mitte dann ein wesentlich stärkerer Knick als an den äußeren Kanten. Das muss man natürlich dann ein bisschen immer gleich machen. Ich habe übrigens hier alles mit Flex-Gleisen gearbeitet, außer an den Stellen. Da habe ich mich entschieden, wenn die Flex-Gleise zu Ende waren, kam mal ein statisches Stück R1 rein, um das Ganze ordentlich zu fixieren. Und dann kamen an die beiden R1-Seiten jeweils die Flexgleise dran. Der dritte Test ist übrigens jetzt der Stresstest, wenn ich es mal so sagen kann, oder Belastungstest, vielleicht eher Stresstest, kann man nicht sagen. Ich habe also Waggons dran gehangen, 4 Stück, 5 Stück, glaube ich, mit dem kleinen Güterwaggon hinten dran. Den habe ich einfach gemacht, um mal noch einen 2-Achser dran zu haben. Und bin jetzt die Wendel durchfahren, mehr oder weniger von den beiden oberen Ebenen, und fahre jetzt im Grunde genommen die Strecke ab, die ihr vom letzten Video schon kennt. Bin also da rausgegangen, wo wir letztes Mal die kleine Pinnnadel zu stecken hatten. Da ist jetzt der Anschluss von der Wendel dran. Fahre jetzt hier oben über diese Doppelweichen hier hinten drüber. Da kommt der blaue Pin eben mal, das geht später noch weiter. Da muss ich mich erstmal ein bisschen mit dem Bahnhof oben beschäftigen. Und wie weit jetzt die Gleise auseinander stehen sollen etc. Und muss auch die Brücke hinten noch kolorieren bzw. altern, wie man so schön sagt. Die bleibt ja nicht so im Plastik-Look, wie sie jetzt so ist. Und habe auch mir gedacht, ich wollte eigentlich stehen bleiben da oben, deswegen bin ich jetzt verlangsamt. Dachte mir aber, egal, ich fahre doch einfach mal die Runde jetzt zu Ende. Warum denn eigentlich nicht? Auch wenn ich noch keine Rittkontakte in Funktion habe, das heißt Weichen, die ich ja noch gar nicht elektronisch ansteuern kann, muss ich ja von Hand schalten. Und habe aber, denke ich mal, soweit alle durchgeschaltet, außer ganz, ganz hinten die Bogenweiche unter meinem Berg, der ja so weit da hinten schon steht, mein Seidenberg, wer sich erinnert. Und die Weiche musste ich auch schalten von Hand, aber das ist ein bisschen sehr schwierig und ich glaube, die war jetzt ja gar nicht mal richtig gestellt. Die ist also, die Lok ist stumpf reingefahren in eine falsch gestellte Weiche, Bogenweiche. Und hat aber funktioniert, problemlos. Sehen wir jetzt gleich, ich komme ja jetzt hier hinten, jetzt ist ja hier die Wendeschleife hinten drinnen mit der kleinen Platine, was ich mal vorgestellt hatte. Jetzt komme ich über die Bogenweiche hinten rüber mit der Lok und es hat super funktioniert, auch mit den Waggons. Und jetzt stoße ich hier vorne auf das Gleis, noch einspurige Gleis. Im nächsten Video wird das alles weitergebaut. Das ist alles schon soweit fertig, aber ich muss das Video noch drehen. Ich bin ehrlich, ich habe es auch ein bisschen verbumfiedelt jetzt hier. Ich habe das Material schon lange fertig, das Video auch. Ich habe es bloß noch nicht nachkommentiert und habe auch wieder mal jede Menge rausgeschnitten. Ich hatte und Bums hier in die Nadel, jawohl. Und habe jede Menge rausgeschnitten, weil ich einfach nicht, ich will euch nicht immer mit Lötvideos und was weiß ich. Hier sieht man ein bisschen den abenteuerlichen Aufbau meiner Gleise in der Wendel. Die laufen also nicht exakt übereinander und wie auch immer, weil ich ja die Weichen drin habe. Und da hat man auch ganz gut eben gesehen, dass die wirklich ihren eigenen Willen bekommen sollten, die Wände. Die R1-Radien oder die Flexgleise da drin. Ja, im Grunde genommen war es das schon. Und ich danke dir erstmal fürs Zuschauen. Und dann sage ich, freue dich auf nächste Woche auf das Video. Ich habe schon wieder alles gefilmt und gemacht. Ich habe ein bisschen viel mit Fotos gearbeitet, aber das ist alles Absicht. Aber ich verabschiede mich erstmal. Sag, mach schön gut dein Aquapainter, aka Uli, mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.